Hallo und willkommen in der neuen Folge von ARK. Heute bleiben wir wieder etwas in der Base, beziehungsweise wir machen einen kleinen Ausflug mit dem Herrn hier, denn ich brauche jede Menge Rohmetall. Das heißt, wir fliegen zu meiner Farmstrecke, holen mal ordentlich Metall ran und dann sage ich euch auch, wofür ich das Metall brauche. Na komm, geht da hoch. So, ich muss hier, ja, der hat ein bisschen federn lassen, den Kollegen hier ein bisschen entführen. So. Hatte vorhin einen kleinen Kampf mit dem und der, naja, da hat er ein bisschen federn lassen müssen. Aber da können wir gleich ein bisschen nachhelfen bei den Kollegen da vorne. Wenn er nicht allzu hoch im Level ist. Ah ja. Der Agent Davis hat ja diesen schönen Buff. Wenn er kämpft und etwas frisst, beziehungsweise wenn er etwas besiegt und frisst, dann hat er einen Heilbuff. Das macht die Kollegen hier so richtig toll. So, wir müssen zu unserem Bergpass darauf. Ich finde ihn von einem aufs andere Mal nicht. Da vorne ist er. Da gibt es wieder jede Menge Rohmetall und das wollen wir haben. Ich finde ihn eh schon wieder nicht. Da war er nicht. Es gibt so einen kleinen markanten Spot, wo ich mir den merke. Jetzt nämlich so durch einen kleinen Tunnel durch und dann nach oben. Und diesen kleinen Gang muss ich jetzt erstmal wieder finden. Na, ist ja auch egal. Metall gibt es hier in Hülle und Fülle. Auch hier. Jedes Mal, wenn ich mir denke, ich fliege da mit euch hin, vergesse ich, wo der war. Das sieht mir wieder ähnlich. So, ein bisschen mehr Gewicht wieder. Wo bist du? Da bist du. Hallo. Ich würde gern einsteigen bei dir. Perfekt abgesetzt. Einmal blamieren. Komm. Fliege ich halt mit dir darauf. Ist vielleicht sogar die bessere Position in deinen angeschlagenen Zustand. Wir brauchen Metalle. Und das gibt es hier. Und in Folge natürlich auch wieder schön Feuerstein. Gerolheimer gibt es keinen. Aber Feuerstein gibt's. Ja, der kam flach, ich weiß. Da komm, müde ich ein bisschen rauf da. Stein brauchen wir sowieso. Das ist Nebeneffekt gerade. So, das wäre dann genug. So, dann gleich ins Gewicht rein. Ach, für die X-Pflanzen müsste ich jetzt auch mal die Beete anlegen. Aber das will ich eigentlich erst machen, wenn meine komplette Base steht. Dann ist auch mit diesen lästigen Möwenpacken endlich Ruhe. So, du. Komm her.
Dahinter ist ein roter Beacon, den werden wir dann auch gleich besuchen. Das Schöne ist, ich brauche nur Rohmetall und ich muss es nicht veredeln oder sonst was. Das ist ja das Schöne an der Sache. Ich habe mir die Kessels-Mod mit draufgezogen und ich habe heute schon angefangen, Fundamente damit zu legen. Da hinten sieht man sie schon. Die sehen natürlich komplett anders aus als die normalen Fundamente. Und dafür brauche ich aber relativ viel Metall. Wirklich viel Metall. Also ihr kennt vielleicht aus meinem alten Let's Play von Noxium, vom Server, meine Base. War auch ein ziemlicher Oschi, habe ich auch lange daran gearbeitet. Und ungefähr sowas in der Art will ich mir natürlich wieder machen. Und ja, da wird natürlich wieder einiges reinfließen. An Arbeit und an Metall vor allem. Und ja, andere Materialien natürlich auch. Zudem habe ich mir jetzt auch Eco-Trees runtergeladen, beziehungsweise mit reingezogen. Weil, damit ich nicht immer, wenn ich süßen Gemüsekuchen oder was machen will, in den Redwood fliegen muss wegen dem Baumsaft. Müssen durch sowieso. Bauplan für eine ganz gute Sichel. Alles andere ist, naja, eher mehr, aber immerhin. Die Sichel lobe ich mir schon mal. Da sehen wir schon. Darum geht's. Dafür brauche ich das. 4 Stück habe ich sogar noch. Wenn ihr gut geguckt habt, und das habt ihr wahrscheinlich, dann habt ihr es auch gesehen. Ach so, ja, ich habe dich ja noch auf Folgen. Entschuldigung. So, und da kommt jetzt das restliche Eisen rein. Zement brauche ich leider auch. Omas. Nee, nicht Zement, nicht Eisen, sondern Metall. Da ist es. 1 Kilo. Und dann brauchen wir haufenweise Zement auch. Das heißt, wir müssen jetzt zu den Bibern. Und ja, bei den Bibern wird es jetzt lustig werden. Die werden mir ihren Zement nicht ganz so freiwillig geben, habe ich so das Gefühl. Oh, der Proto hat ihn eingelegt. Meinen Fangkäfig habe ich derweil auch abgebaut. Ich denke mal, so in nächster Zeit werde ich noch keinen brauchen. Beziehungsweise sollte ich ihn dann doch brauchen, dann baue ich ihn einfach wieder auf. Er ist ja nicht aus der Welt in dem Sinne. So, da unten sind dann schon unsere Biber. Es wäre mir recht, wenn einer von euch da rauskommt, damit ich angreifen kann. Ah, hallo. Ja, das sieht nur keiner. Hat es einer gesehen? Natürlich nicht. Aber da vorne ist ein kleiner Biberbau. Wenn ich da Glück habe,
Hat auch keiner gesehen. Du bleib da. Ich hau dich. Dass du da jetzt so direkt vor diesem kleinen Bau hockst, gefällt mir gar nicht. So. War's das oder sind da sind noch welche? Nur die kommen nicht raus. Na toll. Da ist kein Zement drin. Ja, dann kommt mal mit. Dachte, der Trick würde funktionieren. Naja, Pech gehabt. Gleiches mit Gleichem machen wir es hier nochmal. Ha. Wir haben es doch geschnallt. Waren das erstmal alle, die böse sind auf mich? Nee, da kommt der nächste. Hat es einer rausgeschafft. Greift er mich an oder nicht? Er greift an. Da kommt der nächste. Ganz schön flott unterwegs. Hinten vielleicht auch noch ein paar. Nee. Na komm schon. Oh. So war es nicht geplant. Ich will eigentlich drauf sitzen bleiben. So, ist jetzt noch einer, der bissig ist auf mich? Ich würde jetzt mal keinen sehen. Entschuldigt den Cut. Ei. Da wäre es beinahe schief gegangen. Der hat gesehen, dass ich am Damm dran war. Ich höre einen Biber, ich sehe aber keinen. Da hinten, da pickt einer. Ich hoffe, ich überlebe es jetzt. Der ist da komplett rein verpackt. Eieiei, ich glaube, ich habe ein Problem. Ein ziemlich wütendes. Pass mich rauf. Menü, wo ist er? Da ist er. Das war aber auch nicht gerade mega viel Zement, was ich da jetzt gekriegt habe. Aber er hat auch sicher noch irgendwo ein paar kleine Bauten. Das kann nicht alles gewesen sein. Ja, sicher da vorne.
Ja, ja. Ameisen. Will ihm keiner helfen? Dann machen wir es auf die gute Alte. Oha. Da zahlt sich der Buff aus. Alle weg? Fast alle? Mindestens die, die mir gefährlich werden können, die sind weg. So, 351, das sieht schon mal anders aus. Wenn ihr euch fragt, wieso die Angriffswerte so hoch sind, ich habe an den Einstellungen gespielt, weil eines der Babys, die ich großziehe, komplett verpackt ist und dachte, es würde vielleicht an den Einstellungen liegen. Ja, jetzt habe ich den Salat, jetzt habe ich da so Mega-Hybriden, muss ich jetzt leben mit. Aber alles, was nachkommt, ist wieder im Levelbereich bzw. in den Statusbereichen im normalen Bereich unterwegs. So, da sieht es auch ganz gut aus. Könnte ich aber eigentlich auch gleich alles nehmen. Eieiei. Tu mir nix. Sagt sich so leicht, wenn ich deine Behausung fleddere. So, wir laden mal ab in den Agi. Nicht, dass ich zu schwer werde. Da drin ist auch ein kleiner, habe ich gerade gesehen. Muss nur immer sicher gehen, dass da keine Dingens in der Nähe sind. Keine Biber. Ansonsten habe ich schön. Man hat es ja gerade gesehen. Ah! Jetzt habe ich es erst recht schön. Ja. Ah, das war jetzt unschön. Wenn es blöd hergeht, verliere ich jetzt meinen Agi. Jetzt müssen wir schnell sein. Und ich denke mir noch, das sind Terra-Birds. Da muss ich aufpassen. Ja, jetzt habe ich den Salat. Ey, komm. Für Blödheiten ist jetzt keine Zeit. Wir müssen einen Mann retten, komm. Keine Zeit jetzt. Hoffentlich ist nicht alles zu spät jetzt. Auf die beiden Agis habe ich nämlich einen ziemlichen Pick, weil das sind so ziemlich die ersten Saurier, die ich hatte, beziehungsweise die ersten beiden Flugsaurier, die ich mir geholt habe. Saurier, Vögel.
So, irgendwo müsste dann meine Leiche schon zu sehen sein. Müsste da hinten gewesen sein. Ah ja, da ist der Leichenstrahl schon. Und die Terrorbirds gehen auch gerade schön auf meinem Vogel los und das gefällt mir gar nicht. Alles im Lot? Alles gut bei dir? Ah, oh, die hätten schon noch eine Weile auf dir herumpicken können, aber sicher ist sicher. So, mein Zeug. Ich will mein Zeug haben. Ach, das habe ich vergessen auszustellen. So. Alles wieder da. Oh, zahlt sich aus. So, ich werde jetzt noch eine Weile so weitermachen und ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge wieder und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.